DJ, du kommst zu der Hochzeit von meiner Tochter. Und du machst nicht einmal WhatsApp-Fails für mich. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Die lustigste Sendung im deutschen Fernsehen ist wieder zurück. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist wieder zurück. WhatsApp-Fails kommen wieder regelmäßig. Und wem habt ihr das zu verdanken? Euch selbst. Oh mein Gott. Aber natürlich kommt das Ganze nicht kostenlos. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in der Videobeschreibung auf den Link zu klicken. Und schon entkommt ihr aus dem Hamsterrad. Das ist sicher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gentlemen, ihr habt mir in der Vergangenheit so oft geschrieben, Clemens, mach das doch bitte mal wieder, dass ich selbst in meinen traurigsten Stunden ihr einfach nicht aufgehört habt, mich zu bombardieren mit Nachfragen, wann endlich wieder WhatsApp-Fails kommen. Und dafür, für diese Ausdauer, gebührt euch Zuschauern, ein echter Applaus, also. Doch bevor es jetzt losgeht, gibt es hier noch zwei kleine Punkte auf der Tagesordnung. Frau Müller, der Flipchart gehört Ihnen, ja. Nummer eins wäre erstens, am Ende des Videos gibt es noch ein kleines Gewinnspiel für euch, deswegen bleibt dran. Und zweitens, Frau Müller, bitte fahren Sie vor. Ich fahre aber lieber Renault. Punkt Nummer zwei auf der Tagesordnung. Schöner Arsch, wollte ich einfach nur sagen. Und damit ihr jetzt nicht noch länger warten müsst, geht es jetzt los in 3, 2, 1. Here comes Johnny. Can he drive? Can he drive? Alter, ein Bekannter von mir kriegt sein zweites Kind, ist so alt wie wir, seine Olle 21 und hat das Studium abgebrochen. Und ich sitz am Gameboy und denk mir, das Pokémon habe ich noch nicht. Aber was beide gemeinsam haben ist, sie können mit Bällen umgehen. Wobei ich nicht weiß, ob es gut ist, wenn deine Bälle rot und weiß sind. Hey, komm schon, ich bin Clemens Live, ich darf das. Bacon ist toll und lecker, aber man riecht extrem danach. Digga, du sollst es auch essen und nicht dich damit einreiben. Aber weißt du, womit ich mich mal so richtig gerne einreiben würde? Mit Kernseife, weil der scheiß Netto um die Ecke seit 3 Tagen keine mehr hat und meine leer ist. Ich bin jetzt weg. Gute Nacht. In 5 Stunden klingelt das olle Ding wieder. Hä? Was ist dein Problem? Gib mir doch einfach einen Schlüssel mit. Naja, besser das olle Ding als mit seinem ollen Ding. Okay, bleiben wir ernst. Ich heiße aber Günther. Hey, sag mal, wie lief eigentlich Lernen dieses Wochenende? Na, sei ruhig, ich bin jetzt bei Staffel 2 bei Suits. Was? Staffel 2 nur? Was hast du die anderen 20 Stunden gemacht? Doch etwa nicht gelernt. Wer macht denn sowas? Ey, wir haben unserer Oma ein Tastenhandy gekauft. Ihre Reaktion? Das Touchpad funktioniert nicht. Kein WhatsApp, keine Spiele. Scheiß Handy. Alter, du hättest unsere Gesichter sehen sollen. Kann da bitte jemand ein Meme draus machen? Hi Männer, ich kann Freikarten für das Spiel am Samstag besorgen. Wer ist dabei? Cool, ich klär das mal mit meiner Frau ab. Ah, ich bin leider raus. Meine Frau hat an dem Tag offenbar Geburtstag. Weißt du, das ist aber auch immer so eine typische Sache beim Geburtstag von Frauen. Wenn du mal so mit deinem Herzblättchen, ich weiß ja nicht, wie groß sie ist, zeitlang zusammen bist und dann irgendwann so denkst, ach komm, jetzt habe ich sie ja, da muss ich mich nicht mehr anstrengen. Dann kommt ihr auf einmal mit Fakten um die Ecke, von denen du nicht mehr gedacht hättest, dass es die gibt. Und Fake News! Kann man dann versuchen, als Mann zu schreien, hilft aber nicht, weil dich die Frau in jedem Falle widerlegen wird. Die erinnert sich an Sachen, die du gesagt hast,
Die hast du noch nicht mal gesagt. Und ich bin mir ganz sicher, dass das eine globale Verschwörung der Frauen weltweit ist, dass sie sich sagen, ja, Moment mal, die Männer, die wissen das eh nicht. Geburtstag ist jetzt alle 2 Monate. Kannst du ja mal versuchen. Ich glaube, dem einen oder anderen wird es nicht mal auffallen. Ich meine, wir hatten noch Mädels in der Klasse, die hatten alle 2 Wochen Periode. Und das auch noch periodisch. Mit 8. Ist diese Geschichte wirklich passiert oder haben sie unsere Autoren aufs Glatteis geführt? Schatz, bei welcher Temperatur kann ich dein schwarzes Shirt waschen? Naja, was steht denn drauf? Slayer. Oh, Slayer, du Kleiner, du. Fahr mal halt zum Slayer, oh, 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 oh. Fahr mal halt, okay, wer kennt den Song? Wer kennt den Song? Schreibt's mal in die Kommentare. Hey Süße, sprichst du wieder mit mir oder ignorierst du mich noch immer wie einen Baumarktkunden? Oh, immer diese Awkward-Versuche, das Eis zu brechen, Jungs. Nur weil sich etwas in eurem Kopf lustig anhört, ist es das nicht unbedingt. Eigentlich nie. Dafür musst du schon Clemens live heißen. Dann kannst du den Leuten schreiben, was du willst. Die denken immer, ah, das ist lustig, weil er ist ja lustig. Verstehst du, wenn ich jetzt nicht lache, dann habe ich keinen Humor, weil er ist ja lustig. Und ich ja auch, also Kühlschrank. Verstehe ich nicht. Oh, ich liebe dich. Oh, ich dich auch. Aber ich wusste nie, wie ich es dir sagen soll. Aber jetzt, wo du es gesagt hast. Oh, fuck. Was ist los, Schatzi? Falscher Chat. Oh nein, oh nein. Hey, kannst du mich abholen? Ich hab mein Ticket nicht mit. Nein, komm in den Bus. Wie gesagt, ich hab mein Ticket nicht mit. Dann laufe ich eben. Wieso? Weil ich mein Ticket nicht mit hab. Ach so, ja, dann komm ich gleich. Sagt der große Stift zum kleinen Stift. Du bist ein kleiner Stift. Den habt ihr nicht kommen sehen. Ne? Ja, der war schon gut, ja. Oh, ich muss doch noch für Donnerstag lernen. Ja, wir werden definitiv nicht lernen. Selbst wenn wir sagen, dass wir es machen. Schade. Na gut, wir lernen. Lass uns doch mal am Donnerstag lernen. Lass uns unsere Kleidung subtrahieren, unsere Gliedmaßen miteinander addieren und die Anzahl der Kinder in deinem Bauch multiplizieren. Ja, aber das geht doch gar nicht. 0 mal 5 ist immer noch 0. Ich sag's dir, seit Frauen wählen dürfen und in die Schule gehen, ey. Run. Da sind die auf einmal schlau. Macht doch keinen Spaß. Bitte nicht schlagen. Ja, Feminismus, welcome. Ja. Hey, Schwager, du hast nicht ernsthaft Mutter euren alten Diesel geschenkt? Doch, hab ich. Aber wieso das denn? Ich hätte auch ein Auto gebrauchen können. Na, damit darf sie uns nicht mehr in der Stadt besuchen. Artenschutz ist wichtig. Darum sollten wir noch heute Sex haben. Hi. Ich bin Dieselfahrer. Hey, sag mal schnell eine Zahl zwischen 1 und 9. Pi! Alter, das glaube ich jetzt nicht. Du, ich war gerade beim Bäcker und da stand vor mir in der Schlange eine ältere Dame. Sie hat gesagt, dass sie das Brot für 2,30 Euro haben will. Da hat der Verkäufer genickt und gefragt, ob noch was dazukommt. Die Frau hat den Kopf geschüttelt und gefragt, was das wohl kostet. Tja, es gibt auch so Leute, die fragen, was in einem Schokocroissant drin ist. 379 Kilokalorien, davon 6,6 Gramm Eiweiß, 35,2 Gramm Kohlenhydrate, 23,7 Gramm Fett. Außerdem Weizenmehl, Typ 550, Butter, Rohrzucker, Haselnussfüllung aus Haselnüssen, Vollrohrzucker, Palmfett, Vollmilchpulver, Kakaopulver, Vanille, Hefe, Bergkristallsalz und Acerola-Kirschsaft. Was? Es wurde gefragt, was in einem Schokocroissant drin ist. Hey, was machen wir heute? Na, das, was wir immer machen, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Brain. Alle, die 20 oder jünger sind, kennen das, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Es gab, ohne Scheiß, in den 90ern gab es so geile Kinderserien. Heute muss irgendwie alles 3D sein, sogar wie eine Maya. Als ich das gesehen habe, dachte ich, ich kotze gleich ins Essen. Was definitiv ein Upgrade zu dem gewesen wäre, was ich damals in der Hand hatte, nämlich Milch. Ah!
Ohne Scheiß, ich weiß, es mag vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen nach Augenkrebs aussehen, aber wenn ihr es könnt, nehmt euch die Zeit und schaut euch Kinderserien aus den 90ern an. Das ist so geil. Jim Knopf, Biene Maya, Pinky und Brain. The list is endlos. Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich fliege nicht. Ich falle nur geschickt. Hey, sag mal, was ist ein nackter Ritter? Hä? What? Entrüstet! Ah! Ha, ha. Der war ja sehr lustig. Meine Fresse. Mach doch einen YouTube-Kanal auf. Warte, ich notiere mir den mal eben. Hey, sag mal, wann fangen wir eigentlich mit unserer Diät an? Wenn der Berliner Flughafen fertig gebaut ist. Okay, alles klar. Aber dann wirklich, oder? Das Gleiche gilt aber auch für die Stuttgarter. Aber ich würde mal sagen, der Zug ist schon abgefahren. Nein, ist er gar nicht. Das wird jetzt schwierig, die Pointe noch umzureißen. Da ist mir wohl der Witz ein bisschen entgleist. Warte, der kommt noch. Schatz, wann haben wir endlich mal wieder Sex? Hey, wir haben doch alle Zeit der Welt. Wir sind doch verheiratet. Aber wisst ihr, wie man die Zeit miteinander gemeinsam verlängern kann? Indem man dick wird, weil Zeit ja relativ ist und in der Nähe von großen Massen Zeit nun mal langsamer vergeht. Das ist ja auch der Grund, warum man in der Nähe von schwarzen Löchern theoretisch eine Zeitreise in die Zukunft machen kann. Jetzt guckst du. Hat der Spaßvogel was auf dem Kasten, ne? Ja. Jetzt guckst du echt, ne? Ja. Fehlt noch der HIO in. Meine lieben, verehrten Damen und Herren, liebe Gentlemen. Ja, ich bin ein ganz normaler Junge von dem Mann, machen Sie sich gar keine Sorgen. Ja, Leute, mir geht's wieder richtig gut, wie ihr seht. Bevor wir jetzt aber zu dem Gewinnspiel kommen, auf das ihr schon alle gewartet habt, hier noch eine kleine Anmerkung. Und zwar, ich möchte wirklich in Zukunft wieder mehr regelmäßige Videos für euch machen und ich habe da auch wirklich, wirklich, wirklich Bock drauf, ganz ehrlich. Das Ding ist nur, meine Damen und Herren, die nächste Runde geht gleich los, los. Bitte setzen Sie jetzt auf, diese Runde machen wir rückwärts. Meine Damen und Herren, ja, setzen Sie mal bitte auf. Auf mir. Ja, nur die Damen bitte. Über 18. Und singen. Ich möchte wirklich in Zukunft mehr Videos für euch machen. Das meine ich wirklich todernst. Aber ich bin einfach aktuell in einer Situation. Ich habe es euch bereits erklärt. Ich habe letztes Jahr alles fallen lassen, was mir auch nur irgendwie Geld eingebracht hat. Und aus diesem Grund bin ich, wenn wir die Sendung denn hier regelmäßig veranstalten wollen, und das würde ich doch sehr hoffen, ein bisschen auf eure Unterstützung angewiesen. Und diese sieht folgendermaßen aus. Das ist natürlich keine Pflicht und ich will auch keinen dazu überreden. Ich sage es nur, es gibt diese Möglichkeit. Genauso wie ihr halt auf Twitch eure Lieblings-Twitch-Streamer supporten könnt mit einem Sub, gibt es auch für uns YouTuber quasi eine tolle Möglichkeit, wie ihr das mit YouTubern machen könnt. Diese heißt Patreon. Wenn ihr auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung klickt, dann kommt ihr zu meiner Patreon-Seite. Dort könnt ihr mich mit einem monatlichen kleinen Betrag eurer Wahl unterstützen, wenn ihr das denn möchtet. Das Ganze birgt gewisse Vorteile für beide Seiten. Erstens, ihr helft der Show mit eurer finanziellen Unterstützung, was mir auch wieder die Freiheit gibt, mehr Zeit in die Videos zu stecken, was in mehr Videos und mehr Content für euch resultiert. Zweitens gibt es mir die Möglichkeit, nicht auf irgendwelche schlechten Werbedeals angewiesen zu sein, wenn ich mal irgendwie die Kohle brauchen sollte. Durch ein regelmäßiges Trinkgeld, das ihr natürlich selbst bestimmen könnt, gibt ihr mir auch die Möglichkeit, das Ganze planbar aufzuziehen, weil ich dadurch immer weiß, was reinkommt und damit dann auch rechnen kann. Im Gegenzug widme ich euch so viel Zeit wie auch nur möglich. Und wenn ihr mal auf die Patreon-Seite guckt, dann seht ihr da verschiedene Modelle, bei denen ihr auch noch je nach Höhe extrem geile Boni abstauben könnt. Deswegen schaut da einfach mal vorbei, keiner ist gezwungen und unterstützt damit den lustigsten Kanal auf ganz YouTube. Kommen wir nun aber zu dem Gewinnspiel. Ich möchte einem von euch die Möglichkeit geben, an der Gestaltung von Clemens Alive teilzuhaben. Und zwar ganz direkt. Und zwar suche ich jemanden, einen Zeichner oder eine Zeichnerin natürlich, der oder die mir dabei helfen kann, richtig coolen Merch wieder zu erstellen. Auch das ist eine grandiose Möglichkeit, wieder auf die Beine zu kommen. Und natürlich gehst du dabei als Designer oder Designerin nicht leer aus. Ihr könnt mir eure Portfolios schicken und zwar an clemensalive@gmail.com. Und ich freue mich, mit euch in Kontakt zu treten und mir viele, viele eurer Designs anzuschauen. Es geht dabei nicht darum, eines dieser Designs zu
direkt zu nehmen, sondern es geht darum, den Stil zu erkennen, damit ich weiß, wo es hingehen kann. That being said, hier oben findet ihr noch von YouTube ein für euch vorgeschlagenes Video. Hier kommt ihr zur letzten Folge WhatsApp-Fails und hier könnt ihr ein Abo dalassen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal unten noch die Glocke aktiviert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag, egal was ihr gerade macht. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.